Hallo Freunde, herzlich willkommen auf Karlchenknack zu einer neuen Folge. Heute mit dem Titel Toni raubt die Bank aus. Viel Spaß. Kuno, Kuno, Mensch, ist ja auf dich zu verstecken. Jetzt komm schon raus. Oh Mann, jetzt stecke ich aber wirklich in der Patsche. Ich habe nur einmal kurz die Augen zugemacht und schon war Kuno weg. Und jetzt finde ich ihn einfach nicht mehr. Bei seinem Spielteppich ist er nicht. Auch nicht in seinem Kindersitz in der Küche. Und er ist auch nicht in seinem Kinderbettchen. Nirgends kann man ihn finden. Oh Mann, aber irgendwo muss er sein. Kuno, Kuno. Oh Mann, aber irgendwo hier muss er doch sein. So gut kann er sich doch gar nicht verstecken. Kuno, bist du hier irgendwo? Oh, nun kommst du raus. Oh, das gibt es lebenslang kein Kuchen mehr. Oh, Carla wird Hackfleisch aus mir machen, wenn sie das mitkriegt, dass Kuno nicht da ist. Oh, Nanu. Hab ich dich, Kuno. So schnell kommst du mir nicht. Upp. Hab ich dich, Kleiner. So schnell kommst du mir nicht. Nanu, wer kann das denn sein? Ich schau mal kurz nach. Hallo, welcher beste Uropa ist hier, um seinen Enkel zu sehen? Opa, was machst du denn hier? Na, was wohl? Ich möchte meinen kleinen Urenkel wiedersehen. Na, komm mal zu mir, mein Kleiner. Oh, du bist aber groß geworden, hm? Keine Sorge, heute wird sich ganz allein der Opa um dich kümmern. Hey, Kuno! Kuno! Hör auf, das ist kitzelt! Oh nein, 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 Kuno! Einen Moment bitte! Für Waffen bist du noch ein wenig zu klein. Aber Moment mal, ist das nicht deine Hypnosekanone? Ganz genau, Kaichen. Ich dachte, ich könnte mit Kuno ein wenig Spaß damit haben. Simmer, meinst du, ich kann mir die vielleicht mal ausleihen? Ja klar, Karlchen. Das sollte gar kein Problem sein. Wofür brauchst du sie denn? Ach, mach dir da keine Gedanken drüber. Ich hab da schon einen ganz speziellen Plan im Kopf. Na, habt ihr eine Idee, wofür ich die Kanone brauchen kann? Ha? Dann schreibt es doch mal in die Kommentare. Ja, ich bin gespannt, was ihr so schreibt. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr natürlich gerne einen Daumen nach oben da lassen. Und natürlich könnt ihr auch das Video mit Freunden und Familie teilen. Mal sehen, was die dazu zu sagen haben. Aber jetzt hypnotisiere ich euch erstmal. Ihr müsst Karlchenknack abonnieren. Ihr müsst Karlchenknack abonnieren. Ihr müsst Karlchenknack abonnieren. So, das sollte reichen. Und ich werde mich mal so langsam auf den Weg machen. Schließlich brauche ich noch jemanden, den ich hypnotisieren kann. So. Da wären wir auch schon bei der Pandido City Bank. Ja. Und wenn ich jetzt irgendwie meinen Plan in die Tat umsetzen will, dann muss ich erstmal den Alarm auslösen. Ah, perfekt. Perfekt, damit sollte es doch gehen. Okay, und jetzt zielen und los. Na bitte, es läuft doch alles nach Plan. Und jetzt muss ich nur noch warten. Alarm in der Pandido City Bank. Toni Räuberschreck, machen Sie sich bitte auf den Weg, dem nachzugehen. Was? Alarm in der Bank? Ich muss schnell hin. Und ich habe sogar schon eine Ahnung, wer das wieder sein könnte. Es gibt nur einen, der so dreist ist und immer wieder die gleiche Bank in Pandido City überfallen wird. Aber keine Sorge, Toni Räuberschreck übernimmt den Fall. Die Gerechtigkeit wird siegen. Los. Ah, super, da kommt er ja auch schon. So, da bin ich. Irgendwo hier muss doch der Verdächtige noch sein. Wo könnte er jetzt nur hin sein? Hallo, Toni. Karlchen! Aha, dachte ich's mir doch. Du bist bestimmt in die Bank eingebrochen, oder? Nein, Toni. In die Bank bin ich nicht eingebrochen. Das wirst nämlich du für mich erledigen. Du wirst jetzt in die Bank einbrechen? Mir das Gold holen. Hast du verstanden, Toni? Du brichst in die Bank ein und bringst mir das Gold. Ich werde jetzt in die Bank einbrechen und dir dann das Gold übergeben. Mann, das Ding funktioniert ja tadellos. Na dann, Toni.
Los, los! Worauf wartest du noch? Hä? Jawohl. Verschlossen. Aber so komme ich da rein. Muss das Gold übergeben. Ich muss das Gold übergeben. Ich muss das Gold übergeben. Safe öffnen. Oh, wie das glitzert. Ich muss Gold holen. Muss Gold übergeben. Fertig. Alles weg. Und jetzt schnell raus zu Karchen. Ich muss Karchen das Gold übergeben. Oh je, hat den Alarm ausgelöst. Aber, oh, da passiert ja was. Was ist das denn? Ich muss das Gold übergeben. Uhu, er hat's geschafft. Komm her, Toni. Gib mir das Gold. Da bin ich. Oh, danke schön, Toni. Du, ich hab noch Termine und muss ganz dringend los. Tschüss. Bis bald, Karlchen. Tschüss, Karlchen. Da ist er. Stehen bleiben, Polizei. Im Namen des Gesetzes sind Sie hiermit verhaftet. Nanu? Toni, bist du etwa in die Bank eingebrochen? Toni, es tut mir leid, aber ich muss dich hiermit verhaften. Oh Gott, hatte ich einen Albtraum. Oh. Moment mal, warum bin ich denn verhaftet? Was? Herr Hauptkommissar Räuberschreck, ich verhafte Sie hiermit wegen Einbruchs in die Pandido City Bank. Hä, ja, aber was? Ich war es doch gar nicht. Aber ich war es doch gar nicht. So glaub mir doch. Hagrid, bitte. Du musst mir doch glauben, ich war es nicht. Ja, Toni. Irgendwas an der Sache kommt mir da auch sehr komisch vor. Also irgendwie... Naja, also... Ich werde mal gucken, ob ich da irgendwas rausfinden kann. Du, Anna. Ich bräuchte mal deine Hilfe. Oh, Officer Hagrid. Womit kann ich Ihnen helfen? Naja, du hast ja sicherlich schon mitbekommen, dass unser Hauptkommissar Toni Räuberschreck verhaftet wurde. Ich kann einfach nicht glauben, dass er schuldig ist und deswegen wollte ich fragen, ob du für mich die Überwachungskameras checken könntest. Ja, das habe ich schon gehört. Es tut mir echt leid für Toni, aber ich versuche natürlich zu helfen und werde seine Unschuld beweisen. Lass mich nur machen. Oh, das ist ja interessant. Und Anna, hast du etwas? Am besten schaust du dir das mal selbst an, Hagrid. Was ist nun los? Werde ich aber schon verurteilt? Nein, Toni, ich habe die Überwachungsbänder gesehen und habe gesehen, dass du nur beeinflusst worden bist. Der richtige Täter ist eigentlich... Karlchen Knack, ganz genau. Richtig, Toni. Und deswegen werden wir ihn jetzt schnappen. Erstmal weg mit deinen Handschellen. Oh, super. Und jetzt holen wir uns Karlchen. Oh Mann, hab ich einen Hunger. Dank Toni kann ich mir jetzt einen ganzen Stapel Pizza leisten. Dann hau ich mal rein. Ist die gut. Hände hoch, Karlchen. Ich hab dich. Was? Toni, wie bist du denn nur rausgekommen aus dem Knast? Aber gleich wirst du meiner Kontrolle unterstehen. Mich laufen lassen. Ich denke ja nicht, Karlchen. Ja, aber warum denn tut sich da nichts? Na ganz einfach, weil ich durch meine Sonnenbrille geschützt bin, Karlchen. Und nun, Hände hoch. Was? Sonnenbrille? Also, oh nein.
Tja, Karlchen, ich hoffe, du hast deine Lektion gelernt. Ich sag mal Carla Bescheid, damit sie dich abholen kann. Oh Mann, das war so knapp. Wäre diese blöde Sonnenbrille doch bloß nicht gewesen. Aber wie sieht's denn bei euch aus? Wollt ihr hypnotisiert werden? Wenn ja, was wollt ihr dann machen, wenn ihr hypnotisiert seid? Schreibt's doch mal in die Kommentare, es wird mich total interessieren. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch einen schönen Daumen nach oben da. Und teilt das Video mit euren Freunden und Familie. Oder ihr macht's einfach so, ihr abonniert den Kanal. Einfach oben links auf das Logo klicken. So verpasst ihr kein Video mehr. Und hier drüben sind noch zwei weitere Folgen. Schaut sie doch mal gerne an. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.